So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, nicht Let's Play, sondern Let's Drive. Ich weiß nicht, wieso ich immer Let's Play sage. Wir sind in Milano. Letztes Mal sind wir hier auch stehen geblieben, also nicht direkt hier, sondern da. Wieso ich jetzt hier oben durch soll, ist mir ein Rätsel. Ich fahre nämlich hier unten lang. Ja, das werde ich tun. Oben durchfahren macht für mich keinen Sinn. Und FPS Drop, hallo! So, FPS kommt wieder. Wieso? FPS Drop, ich raff's nicht. Egal. Rechts. Moment. Wo lang willst du jetzt, so Kollege? Ja, dacht schon, ne? Wieso willst du da lang? So, jetzt müssen wir gucken, dass wir den Hänger hier rausbekommen, ohne die Gabelstapler direkt schon von Anfang an wegzuschmeißen. So. Also, heute transportieren wir 14 Tonnen Gabelstapler. Durch die Gegend, genau. Und wir müssen nach Lyon. Das ist in Frankreich. Und dann haben wir wieder die beliebten Zahlungsstellen. Kann ich da wieder voll reinrauschen und die nette Tuse da drin voll ummähen. Ja. Nein, ich werde versuchen, niemanden hier zu gefährden. Wie gesagt, ich versuche es. Ich kann für nichts garantieren. Ich nehme das direkt nach der letzten Folge auf, deshalb seid mir nicht böse, wenn ich irgendein Thema übersehen habe. Blinken. Hallo Mini, ich muss hier ein bisschen ausholen, sonst komme ich hier nicht rum. Ja. Ich werde jetzt einfach ein bisschen reden, frei Schnauze. Haben noch 400 Kilometer vor uns, wo ich noch quatschen kann. Ja, mit diesem Gabelstapler hinten drauf lässt sich ganz gediegen fahren, weil 14 Tonnen ist für das Auto oder für den Lastwagen hier nichts. Ich weiß gar nicht gerade auswendig, wie viele PS der hat, aber der hat den größten Motor drin, den ich aktuell frei habe. Kann man nicht sehen, okay. Auf jeden Fall zieht er ganz gut. Ich habe nicht das andere Getriebe drin, weil ich keine Ahnung habe, was es bringt. Und ja, abschalten kann ich selbst. Aber ich bin mir aktuell hier im ATS-2 ein bisschen Geld um zusammensparen. Weil ich die Firma ausgebaut habe und ich würde gerne einen Fahrer anstellen, aber der bräuchte erst einen LKW, ne? Deshalb bin ich mir am überlegen, ob ich für mich einen neuen LKW kaufen will oder ob ich dem Mitarbeiter einen neuen LKW kaufen will. Ich denke aber eher, dass ich dem Mitarbeiter irgendeinen Rotz-LKW kaufe. Irgendwas Schwaches, was ein bisschen was fährt halt. Weil ich will ein bisschen Leistung. Ich will ein bisschen Leistung, dass der zieht. Ich will hier nicht mit berghoch immer langsamer werden. Ich will, dass der ein bisschen zieht, ein bisschen Wumms hat. Dass es kein Sportwagen ist, ist mir auch klar, aber das soll halt ein bisschen ziehen, ne? Was mein Mitarbeiter macht, der muss seine Aufträge machen, mehr muss er nicht. Eigentlich wurscht. Wenn wir irgendwas Günstiges kaufen, das solide ist natürlich, also ich werde dem kein Iveco hinstellen. Ich werde dem irgendwas hinstellen, was okay ist, was gut ist. Ich denke, ich werde bei Volvo bleiben. Also ich werde mir nachher, offscreen natürlich, werde ich mir ein paar LKWs durchschauen, weil es soll kein Let's Play hier werden. Aber so ein bisschen Let's Drive, bisschen quatschen, fahren. Der Mini gibt aber ganz schön Stoff da vorne, ne? Könnt ihr mir ja mal sagen, was so, wenn ihr euch für LKWs interessiert, was für LKWs ihr so gern mögt. Also, ich habe bei vielen sind der Mercedes verhasst. Die Mercedes-LKWs sind recht verhasst, weil sie sich schlecht fahren lassen und so weiter. Weiß nicht, ich bin kein LKW-Fahrer. Kann ich nicht sagen. Hier gibt es ja Mercedes nicht. Also unter einem Codenamen Majestic gibt es die hier. Und ich werde die nicht fahren, weil ich finde... die sehen nicht so schön aus, sofern ein LKW schön ausschauen kann. Also, mir gefallen sie nicht. So, komm, Alter, schieb deinen Elefanten hier über die Straße.
Da kriege ich die mit 60 rum, obwohl 70 erlaubt wäre. Ja. Ne, was ich letztes Mal schon angeschnitten habe, ich nehme es nämlich direkt danach auf. Die Gamescom ist ja momentan gerade in vollem Gange. Nächstes Jahr werdet ihr mich da ja auch antreffen können, hoffentlich. Also ich besteht immer noch eine Möglichkeit, dass ich vielleicht nicht kommen kann, weil wegen Arbeit und so, weil ich ja dann die Ausbildung fertig habe und dann Arbeit neu anfangen und so. Vielleicht kann ich nicht schon die erste Woche frei nehmen. Ich muss gucken. Aber ich denke, ich werde schon da sein. Also ich versuche wenigstens am Samstag und da zu sein. Also dann werde ich irgendwie Freitagabend nach der Arbeit mir mein Auto schnappen. Die Leute, die mitkommen wollen, auch. Und also mein Kumpel natürlich. Und werde da hinten ballern. Und mir irgendwie ein Hotel oder so nehmen. Muss ich dann auch noch gucken. Also eben Übernachtung muss ich auf jeden Fall gucken, wie ich das mache. Ob wir irgendwie eine Wohnung mieten für die paar Tage oder ob wir in ein Hotel gehen, weil Hotel ist doch recht teuer. Wenn, dann würde ich sowieso eins außerhalb von außerhalb Köln nehmen, weil innerhalb Köln in der Stadt ist, denke ich, noch teurer. Und ich habe es nichts dagegen, irgendwie morgen da nochmal reinzugucken in die Stadt, meine. Habe ich noch nichts gegen. Gut, Stau ist natürlich, aber hey, ist in jeder Großstadt. Ist überall so. Morgen wollen alle rum. Ja, werde ich auf jeden Fall mit meinem eigenen Auto dahin fahren. Was für ein Auto? Weiß nicht. Also ich habe momentan, bin ich ein bisschen am gucken. Ich hoffe, wenn alles so läuft, wie ich es gerne hätte, dann wird es ein Subi, ein Impreza. Nicht den großen, sondern dann einfach einen älteren, ein WRX. Vielleicht, ich weiß noch nicht definitiv. Ein WRX, wenn alles passt. Kein STI. Der Unterschied vom WRX zum STI ist einfach, der STI hat einen größeren Lader. Einfach bei den älteren Modellen. So, kommt links einer? Nö. Und rechts? Rechts kommt auch keiner. Dann können wir einbiegen. Genau, eine Zeit lang hatte ich mir eigentlich gedacht, ich möchte mir einen Honda Accord holen. Allerdings, der hat einen 2,4 Liter Saugermotor. 200 PS. Das geht ganz gut, also der geht ganz gut voran. Scheiße, ich hätte tanken können. Egal. Okay, ich fahr weiter. Ach, nö. Mann, ich auf den Tacho. Mann, ich habe die 440 Liter habe ich für die Reichweite gehalten. Ich kann ja noch 1300 Kilometer fahren. Ja, also ich hätte mir erst gedacht, ich kaufe mir einen Honda Accord Type S mit einem 2,4 Motor, 2,4 Liter Motor, 4 Zylinder, aber das Problem ist, wenn du als Junglenker viel, also mehr als 2 Liter hast, ist es extrem teuer. Also ich habe mir noch nicht erkundigt, aber ich habe einfach gehört, es sei recht teuer, deshalb so ein Subi, so ein WRX hat einen 2 Liter Turbomotor. Das geht ganz, das geht okay. Ich habe mir so mal ausgerechnet, so 500 Franken im Monat, denke ich, werde ich so für das Auto rechnen. Wenn ich so ein Auto will, was ein bisschen Quark in der Hose hat. Weil ja, ist halt einfach das. Weil der Wagen schluckt auch nicht wenig Sprit. Der wird etwa um die 10 Liter verbrauchen. Deshalb muss man da auch ein bisschen einkalkulieren für Sprit und alles. Klar, ich werde nicht viel fahren, das ist absolut logisch. Ich werde das Auto nicht allzu viel brauchen, weil für Arbeit brauche ich es nicht. Ich brauche höchstens eben für Freizeit. Wenn ich irgendwo hinken will, werde ich das Auto nehmen, weil ich habe keinen Bock mehr auf die Bahn. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die gebe ich auf den Keks. Weil die verlangen immer mehr Geld für immer weniger Leistung. Jetzt wollen sie ja sogar eine Stromerhöhung machen. Also dass eigentlich der Pendler für den Strom, den sein Zug verbraucht, bezahlt. Meine, hallo? McDrive, noch alle da? Meine, hallo? Meine, klar, ein Autofahrer
bezahlt sein Benzin, ist klar, aber der fährt halt auch alleine, ne? Ich meine, die Zugtickets, da vorne ist eine Zahlstelle, muhaha, ich hab sie gesehen, nicht reingefahren. Ist klar, aber der muss nicht noch bezahlen für Ticket und alles für sein Auto, der bezahlt einmal für sein Auto und da fahr. Da hast du einen Führerschein, fahr. Und wir bezahlen schon recht viel eigentlich für die Tickets, finde ich. Also wenn wir jeweils ins Kino gehen mit den Kumpels, bezahlt der eine Kumpel etwa 10 Franken und es sind 5 Stationen. Das ist nicht wenig, finde ich. Also es ist recht teuer und ich also mein Jahresabo, was ich habe, kostet glaube ich etwa 2000. Ja, ist nicht wenig. Klar, wenn man es ausrechnet aufs Jahr, ist es wenig. Aber trotzdem, ich finde es eine Frechheit, dass man halt den Kunden den Strom verrechnen möchte. Ich meine, Mobilfunkanbieter, der verrechnet ja auch nicht den Strom, den die Laternen, oder nee, Laternen, den die Funkmästen brauchen. Die brauchen auch nicht wenig Strom. Und klar, es ist wahrscheinlich in dem Abo-Preis integriert, aber hey, in den Ticket, die verdienen genug. Ich meine, wir hatten in der Schweiz, wer in der Schweiz lebt, für den ist ein bisschen aktueller, hatten wir so eine dumme Abstimmung, wegen dem Projekt Fabi. Das ging darum, dass wir so irgendeinen X-Millionen-Betrag mit Millionen-Fonds in die Bahn investieren. Wo ist das? Wo ist dieses verdammte Geld? Da müssen sie nicht noch mehr verlangen. Ich meine, hallo? Vorne kommt noch eine Zahlstelle, ich trage mich mal ein. Die haben jetzt irgendwie 9 Millionen oder sogar Milliarden in den Arsch gesteckt bekommen, haben nichts dafür machen müssen, aber rein gar nichts. Und wo ist das Geld? Ja, sie brauchen mehr Geld für Strom, brauchen mehr Geld für Bahnsanierung, brauchen mehr Geld für... Da habt ihr eure scheiß 9 Millionen oder Milliarden. Ich hab keine Ahnung, so genau habe ich mich nicht informiert, weil ich eh nicht abstimmen kann. Dann ist mir eh wurscht, weil ich kann es eh nicht beeinflussen. Auf die Straße gehen, irgendwas Dummes protestieren, das dürfen andere machen. Das darf, muss ich nicht auch noch meine Fratze hinhalten, weil das finde ich einfach dumm. Da habe ich mir echt gedacht, ich habe das in der Zeitung gelesen, der erste Gedanke, der mir in den Sinn kam, was hat uns jetzt dieses Fabi-Dingens-Kirchen da gebracht? Haben wir das nicht erst letztens in die Bahn reingesteckt? Wo ist das? Wieso brauchen sie noch mehr Geld? Ich meine, du kannst auch nicht zum Arbeitgeber gehen und sagen, ja, ich hätte hier gerne eine Lohnerhöhung. Nächsten Tag kommt es direkt, kannst irgendwie einen Vorschuss von ein paar $100 oder 100 Euro verlangen und am nächsten Tag höre ich gerne eine Lohnerhöhung. Hallo? Das sagt dir der Chef auch. Hallo? Noch alles dicht da oben? Bisschen warm im Hirn oben? Ja. Ich finde es eine absolute Frechheit. Deshalb werde ich denen auf jeden Fall kein Geld in den Arsch stecken. Weil ich bezahle für mein Bahnticket momentan nichts, weil ich so eine super Firma habe, wo ich arbeite. Die geben mir das Jahresabo. Ich sage euch nicht, welche Firma. Generell, die Arbeitsbedingungen sind echt sehr gut, muss ich sagen. Ja, nee, das Ding bekommen von mir nicht mehr als nötig. Also, sollen sie selbst gucken. Klar, wenn jetzt einer da abspringt, ist denen doch scheißegal. Also, dann bin ich ein kleiner Furz. Aber trotzdem, es geht mir ums Prinzip. Weil ich arbeite selbst im Kundenbereich und sorry. Man kann nicht so mit Kunden umspringen. Das geht nicht. Bei jeder anderen Firma wären die Kunden Schlange gestanden, um mit dem zu diskutieren, dass das nicht geht. Aber weil die Schweizerische Bundesbahn ein Monopol hat, ist es denen wurscht. Das kann denen piepegal sein. Weil gibt ja keine andere Bahn. Es gibt keine andere Bahn. Entweder fährst du mit uns oder siehst selbst zu, wie du dahin kommst.
viele Monopole. Es gibt die Post, gibt es auch ein Monopol. Mit der Post bin ich recht zufrieden. Also ich habe mein Bankkonto habe ich bei der Post. Mit denen war ich bis jetzt immer zufrieden. Es hat eine Dame bei uns am Postschalter im Dorf, die ist ein bisschen, wie beschreibt man das am besten? Demotiviert? Demotiviert trifft es ziemlich genau. Und man merkt halt leider einfach, was die für einen Druck haben. Die müssen Handys verkaufen, die müssen Hörgeräte verkaufen, die müssen allen Scheiß verticken. Und die schaffen in der Post. Meine, früher kam der Typ da an, Paket abgeben. Okay, danke. Tschüssi. Fertig. Mehr machen die nicht. Und jetzt müssen die, die müssen Handys verkaufen, die müssen Hörgeräte verkaufen, die müssen Bonbons verkaufen. Ja gut, so ein Bonbon verkauft sich von alleine. Was geht jetzt mit meinem LKW ab? Breakdance-LKW. Nee, die müssen allen Scheiß verticken. Und das merkt man halt einfach. Die haben ein Ziel, die... Da heißt dann, Junge, wenn du das nicht verkaufst, dann... Da ist die Türe. Das merkt man halt einfach leider. Und das finde ich schade. Ich meine, klar, im Verkauf ist es immer auf Ziel ausgesteckt. Keine Firma dieser Welt sagte mir dabei, ja, arbeite ein bisschen, die Zahlen, das Geld kommt schon irgendwie rein. Jede Firma sagt ihren Verkäufern, hey Junge, so und so viel musst du bringen. Wenn nicht, arrivederci. Bei den einen Firmen extremer, bei den anderen weniger extremer. Bei den alten Firmen einmal zu wenig Einnahmen, tüdelü. Bei den einen Firmen spielt es nicht so eine riesen Rolle. Aber sie sagen dir halt schon, das solltest du dir als Ziel nehmen. Da sollst du das schaffen. Und ja, es gibt Firmen, da merkt man es überhaupt nicht. Das finde ich auch gut, ehrlich gesagt. Weil ich will nicht in einen Laden reinkommen und der Typ, will mir einfach partout nur das verkaufen, was am teuersten ist. Wofür er am meisten Geld einsackt. Und ich aber nicht wirklich meinen Nutzen davon habe. Ich bin bereit, Geld auszugeben, wenn ich weiß wofür, wenn ich es wirklich brauche. Ich gebe auch gerne viel Geld aus, wenn ich weiß, es nützt mir was. Da bin ich halt einfach Verkäufer und ja, wenn ich weiß, wofür ich mein Geld lasse, gebe ich auch gerne mein Geld aus. Aber wenn ich mein Geld einfach für eine Marke ausgebe, das ist eigentlich mein Grund, wieso ich kein iPhone kaufe. Weil iPhone kostet einfach 200-300 Franken mehr mit einem Vertrag, einfach weil du so einen dumm angebissenen Apfel hinten drauf hast. Ob da ein Apfel oder ein Pfirsich hinten drauf ist, ist mir doch wurscht. Das Handy muss funktionieren. Mehr will ich gar nicht. Ich muss damit einfach telefonieren können. Ob jetzt da ein Apfel oder ein Pfirsich drauf ist. Sonst geht es euch aber noch gut, meine lieben Italiener, ne? Oder sind wir schon in Frankreich? Ach ne, wir sind schon in Frankreich. Okay. Sorry, Italiener, die Franzosen haben auch einen an der Waffel. 50. Ja. Ne, das ist einfach das, was mich so ein bisschen stört. Generell, also ich war letztens mal mit einem Kumpel in einem Laden und der hat halt mit jemandem in einem Laden Handyladen, der wollte seinen ersten Handyvertrag machen mit seiner Mutter. Man hat einen Kumpel von mir, beziehungsweise einen Kumpel von meinem Bruder. Und da kam er rein, ja, ich möchte gerne ein Handy und Vertrag dazu. Ja, dann empfehle ich dir das Abo mit dem Galaxy S4. Man hat sofort gemerkt, weil sich ein bisschen mehr auch verkäufermäßig ein bisschen gearbeitet hat und eine Ausbildung dazu hat, der hat sofort geschnallt. Der will ihm das nur verkaufen, weil er auf dem am meisten Provision hat, weil er dafür am meisten kassiert. Das geht nicht. Der Kunde, der ist vielleicht im Moment zufrieden. Aber der wird nachher nicht zufrieden sein. Der kommt nie mehr. Never.
again. Und mit den Stammkunden, mit den wiederkehrenden Kunden, macht man die Kohle. Weil die kommen dann nicht vielleicht einmal, zweimal in den Laden, sondern die kaufen dann alles. Also, kaufen dann jedes Mal bei dir. Weil, wer zufrieden ist, der wechselt nicht. Das geht, ist bei allem so. Das ist bei Aldi so, das ist beim Essen so, das ist bei allem so. Bei der Bahn wäre es genau das Gleiche. Hätten die Konkurrenz, Alter, die kämen auf die Welt, die würden dann richtig so einen Arsch versohlt bekommen, ey. Schon ein paar Mal gedacht, aber man kann ja nicht eine zweite Bahn machen. Wo sollen die Gleise hin? Vor allem in der Schweiz. Da haben wir doch keinen Platz. Ach ja, die Probleme des Alltags. Nee, auf jeden Fall. Deshalb will ich eigentlich auf ein Auto umsteigen, weil bin ich bereit, so viel Geld auszugeben für so einen Haufen Müll, sodass dass die Züge dauernd verspätet sind und verdreckt. Gut, ich muss sagen, wir sind recht verwöhnt. Also die Züge hier sind schon recht pünktlich. Kommt selten vor. Ist wirklich mal was Gröberes ist. Gut, bei mir, weil ich recht viel pendle, kommt es doch mal ab und zu vor. Aber die pünktlichen, wenn man jetzt mal ausrechnet, der Zug ist schon mehrheitlich pünktlich als zu spät. Außer einen, den ich am Freitagmorgen nehme, der ist immer zu spät. Jedes Mal. Immer 5 Minuten zu spät. Man kann die Uhr nach dem Zug stellen. Er kommt immer 5 Minuten zu spät. Garantiert. Aber ja, das ist dann 5 Minuten finde ich verkraftbar. Solange ich mein Ziel rechtzeitig erreiche, ist mir das wurscht. So, jetzt schalten wir das Navi noch um, dass ich ein bisschen näher sehe. Ach du Scheiße. Ja, ein bisschen Stau. Ja. Nee, also wirklich brauchen tue ich das Auto nicht, aber ich will halt eins. Erstens eben, weil darum, weil ich kein Geld für so einen Müll ausgeben will. Und weil Autofreak. Geht nicht anders. Und man ist einfach frei. Man muss sich nicht an Zuganfahrt oder Busabfahrtszeiten halten. Man kann dann wegfahren, wenn man will. Das Auto steht immer in der Garage, das hat nicht feste Abfahrtzeiten. Außer der Vater sagt, dann und dann fahren wir ab, dann hat das feste an, also ja, mehr oder weniger feste Abfahrtszeiten. Aber sonst nicht. Das finde ich halt wirklich cool und ist ein bisschen flexibler. Jetzt hat er schalten. Wetten bei mir ist wieder rot. Nö. Wow. Linke Spur. Wow, es wird sogar grün. Respekt. So, jetzt muss ich... Meine Lieblingseinfahrt. Yay. Gott, ey. Ich muss den Riesenwagen hier da reinbuxieren. Das wird ein Spaß. Ja. Das wird echt Spaß. Ich guck... Alter. Ich hänge jetzt schon drin. Mist, jetzt hänge ich hinten drinne. Passt das? Ah, shit. Shit. Ja, ich verursache gerade einen Stau. Ist mir aber ziemlich Wayne, wenn die Einfahrt hier so beschissen machen. So, komm jetzt. Pass einfach bitte. Jawohl. Die haben ja doch schon Gabelstapler stehen. Wieso muss ich da nochmal bringen? Ich kann hier so nicht parkieren. Steht da kein Ding mehr im Weg? Nein, okay. Es wird nichts. Es wird nichts. Wartet mal.
bin ich ein bisschen ruhiger, weil ich muss mich hier konzentrieren, dass ich den Anhänger hier irgendwie reinbuxiert bekomme, ohne dass ich irgendwas kaputt mache. Ich fahre in wieder. Und zurück. Ich könnte eigentlich rausschauen. Super. Dieses Gebäude hasse ich wie die Pest. Die Einfahrt ist beschissen und zum Parkieren ist auch nicht wirklich viel Platz. Das sind halt seine Rangierkünste zeigen. Aber jetzt stehen wir recht gut. Einmal kurz korrigieren, dass wir den LKW neben uns nicht platt machen. So, jetzt sollten wir eigentlich nur noch geradeaus reinfahren können oder mehr oder weniger. Bisschen rüber noch. Aber das passt jetzt. Das wird jetzt passen. Jawohl. Fahren wir halt noch ein Stück vor. Jetzt passt's. So. Ohne Schaden. $15.500 Schweizer Franken abgesahnt. Bingo! Ja. Ich hoffe, das Thema hat euch interessiert. Ich würde mich mal interessieren, was eure Meinung dazu sind. Ob ihr, wenn ihr etwas kauft, ob ihr euch da auch was überlegt dabei. Wie, ja, ob ihr euch die gleichen Gedanken macht wie ich. Oder ob ihr sagt, ich will einfach dieses Ding kaufen, ist mir eigentlich wurscht. Der Rest ist mir wurscht. Bei mir ist es nicht. Ich arbeite selbst im Verkauf und wer im Verkauf arbeitet, denke ich, wird etwa ähnlich denken. Wieso fahre ich? Ja, ich fahre pennen. Das ist eine Firma. Hier kann ich nicht pennen. Okay. Rasen hier mal kurz über die Kreuzung. Ja gut, was ist das hier für ein Händler? Was verkauft, was vertickt der? Renault, okay. Franzosenkisten, naja. Die einen mögen sie, die anderen hassen sie. Ich bin so, naja. Ist halt einfach nur Renault, ne? So. Gut, ich wende noch kurz, aber das soll es erstmal gewesen sein von diesem Let's Drive mit mir, dem Manuel. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da und wie immer schreibt mir Vorschläge in die Kommentare. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, was auch immer und bis zum nächsten Video. Euer Manuel, haut rein, bis denne, Tschüssikowski.